Hallo ihr Lieben, ich habe ein wunderbares Zuschauerpaket bekommen. Ja, dann bis gleich. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Lola. Ja, und heute packen wir ein Zuschauerpost aus von der lieben Annika. Annika ist auf Instagram unterwegs, vergiss mein nicht. Einige werden sie wahrscheinlich kennen. Ja, Annika postet immer regelmäßig in ihre Stories. Sie hat auch ab und zu so lustige Stories, wo ich mir dann im Alltag immer denke, na, da habe ich wieder etwas zum Lachen. Ja, die Liebe hat bei mir auf Instagram gewonnen. Und da haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Und wir sind drauf gekommen, dass sie eine Palette sich so gerne haben möchte, die ich habe, die mir aber sehr dunkel war, da ich ja eher mehr diese buntere bin und sie eher ist halt mehr diese halb dunklere und ich bin mehr halt dieser, die bunte ist. Ne? Und da haben wir ein bisschen rumgetauscht. Da hat sie mir eine Palette reingelegt, wo ich sehr viel Freude damit haben werde, denn ich habe sie hier bei uns in Österreich, also in Pieper, noch nicht gesehen. Ja, und das Ganze hat ein bisschen hin und her, haben wir hin und her geschrieben und das hat so ein bisschen so zugeführt, dass sie mir ein paar Extras reingegeben hat. Und natürlich habe ich das jetzt unter Zuschauerpost geordnet. Ja, ihr Lieben, falls ihr neugierig seid, was sie bei mir so gewonnen hat, ein paar Extras bekommen hat, dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Aber ich muss sie fragen, ob sie auch will, dass man den Kanal verlinkt, weil viele wollen nicht so viel im öffentlichen Leben sein, was ich auch verstehe und die Privatsphäre auch akzeptiere und respektiere auf jeden Fall. Muss ich sie mal fragen? Wenn ja, dann verlinke ich sie euch unten. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, legen wir mal los und ich freue mich sehr, denn es ist lange her, dass ich wieder mal etwas bekommen habe, ein paar Extras. Und bevor ich loslege, würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn diejenigen, die mir noch ein paar Gewinne und ein paar Pakete schulden, dass die sich auch ein bisschen dummeln, weil im Dezember wird es ein bisschen schwer mit der Zeit sein, denn ich habe einige Projekte, einige Kooperationen mit anderen YouTuberinnen und da möchte ich wirklich gerne das irgendwie schauen, dass man das irgendwie bis November schafft, denn es kann auch sein, dass ich auch umziehe und ja, dann wird es ein bisschen stressig. Also das wollte ich noch unbedingt sagen, denn nach 5 Monaten kann man das schon mal auch loswerden, oder? Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, legen wir mal los. So, und zwar, ich greife einfach blind. Es gab es ja damals vom Lidl, gab es ja so eine Spa-Moments-Reihe, die sehr den Rituals geähnelt hat. Bei uns in Österreich habe ich es leider nicht gefunden, aber die liebe Annika hat mich gefragt, ob ich da eventuell etwas davon haben will. Und ich habe gesagt, ja, gerne. Und da hat sie mir das Oriental-Spa mitgenommen. Da freue ich mich wirklich sehr, denn ich habe leider bei uns nichts gefunden. Also wer sich da noch erinnern kann, kann mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr etwas davon der Reihe bekommen habt. So, dann das nächste. Hier steht, der Sommer ist zwar vorbei, aber der nächste Sommer kommt und da freue ich mich richtig sehr. Das ist ein wunderschöner Fächer. Wow, wirklich wunderschön. Und die Muster, schaut einmal, wie schön das ist. Da kann ich mir gut vorstellen, dass ich das in meinen Regal hinstelle, so als Deko, also richtig schön. Wenn das so schön ist, will man das gar nicht auch verwenden, ne? Aber super, das brauche ich vielleicht dann im Sommer, wenn ich dann mit euch Videos drehe. Ja, das ist richtig schön, gefällt mir richtig gut. Und sie hat auch an mich und an meinen Sohn gedacht. Wir haben hier ein essbares Papier mit Tutti-Frutti-Geschmack. Finde ich richtig super. Tutti Frutti habe ich bis jetzt noch nie probiert. Ich hatte bis jetzt immer nur Erdbeere, aber das liebt mein Sohn, das werden wir sich teilen. Und wir haben hier etwas Saures, einmal eine saure Spinnenbeine, finde ich auch interessant. Habe ich hier eigentlich bei uns noch nie so gesehen. Und wir haben eine saure Krakenarme, was ich auch richtig cool finde. Habe ich auch bisher so nicht probiert. Finde ich richtig super. Das ist mit mehreren Früchten drinnen, mit Erdbeer, mit Apfel, Spinat. Also richtig gut. Ich liebe die. Ich nehme die immer mit, wenn ich im Müller bin, ab und zu. Danke mal dafür sehr. Also da freut sich mein Sohn und mehr. Da haben wir etwas. Hier steht drauf, ein sehr preiswerter Pinsel. Ich mag ihn sehr und benütze ihn täglich. Auch guckt euch mal, wie schön auch sie das geschrieben hat.
mit diesem kleinen Post-it, mit dieser kleinen, ich weiß nicht, ob das jetzt eine kleine Chinesin ist, aber schaut halb so aus, oder Japanerin, ich weiß es nicht, aber falls ihr das weiß, könnt ihr mir gerne mal schreiben, denn die haben ja so eine Kleidung, was ich weiß, richtig süß, danke dir. Schauen wir mal, was das ist. Oh, der Pinsel schaut richtig schön aus. Schaut einmal, wie schön der ist, so goldig. Und er hat hier so kleine Rillen, hat er hier. Also richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Und sie schreibt auch, dass sie ihn wirklich jeden Tag verwendet. Ja, die Marke kenne ich überhaupt nicht. Yes, Kollektion Nummer 3. Also ich weiß auch gar nicht, wo du es gekauft hast. Also solche Sachen freue ich mich immer sehr, wenn ich etwas bekomme, was ich überhaupt nicht selber kaufen kann. Ne? Dann ist das Ganze immer für mich immer wuhu. Ne? So, dann habe ich etwas bekommen von Douglas, eine Essential Detox Maske. Finde ich auch richtig gut. Von Douglas habe ich von der Eigenmarke noch nicht so viel ausprobiert. Aber schauen wir mal, wenn die gut ist, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich sie auch manchmal in den Store kaufen würde. Detox-Maske, ja, Detox geht immer. Also bis jetzt ein richtig super gelungenes Paket, würde ich sagen. Dann hat sie für meinen Sohn eine kleine Feuerwehrmann-Sam-Zahnbürste mit reingegeben. Finde ich auch richtig cool. Denn gerade dann, wenn er die sauren Sachen isst, kann man das immer gut gebrauchen. Dann habe ich hier ein Parfüm bekommen von der Marke Elina B-Edition. Edition, kenne ich auch nicht. Sie schreibt da, ich hoffe, das ist deine Richtung. Schauen wir mal. Kenne ich wirklich nicht, aber schauen wir mal. Das riecht so ein bisschen nach Kaschmir, würde ich sagen. Das hat etwas, ein ganz eigenartiger Duft ist das. Also es ist richtig ein starker Kaschmir, kommt jetzt mir persönlich daraus. Kenne ich nicht, aber es ist wirklich stark. Also wirklich ein starker Duft. Also wenn man mal fortgeht. Also es ist richtig ein Duft, der einen Eindruck hinterlässt. So, es gibt ja manche Düfte, dann sprüht man und geht raus und denkt sich, ha, habe ich überhaupt gesprüht? Ne? Und der Duft ist richtig ein starker Duft. Ja, ist also richtig gut. Kaschmir mag ich. Dann habe ich hier auch von dieser selben Kollektion ein Make-up-Blender und den finde ich richtig süß. Den werde ich auf jeden Fall bei der Palettenparty oder beim nächsten Schminkvideo nutzen. Richtig süß mit so einer Schräge, also super, super, also wirklich. Also das alleine hätte schon wirklich gereicht, dass du mir so viel reingepackt hast, das war echt nicht notwendig. Schon alleine das ist schon wirklich, wirklich super. Ich freue mich. Und dann hat sie meinen Sohn ein paar kleine Autos reingepackt. Und ja, da freut er sich immer, denn solche kleine Autos gehen immer. Und ich glaube, dass die Annika auch circa weiß, was man den Kindern so auch gerne kauft, denn sie hat ja auch einen Sohn, ich glaube, der ist ein bisschen schon älter und sie weiß circa, was die Kinder so mögen. Ne? Also wenn man dann schon selbst ein Kind hat, dann weiß man circa, was ein Kind mag, obwohl das immer Geschmackssache ist. Manche mögen überhaupt zum Beispiel kein Paw Patrol, ne? Manche mögen überhaupt kein Pepper Woods, weil sie sagen, die Pepper schaut nicht gut aus. Also das Geschmäcker sind wirklich verschieden, genauso wie bei uns in der Beauty-Welt. Dann hat sie mir von Douglas ein Egg Focus Dekolleté reingegeben. Wow, finde ich richtig super. Schön. Also Douglas ist immer etwas Schönes und ich liebe Douglas auch. Und ich glaube, dass die Marke von Douglas auch richtig gute Qualität hat. Wie gesagt, ich kenne sie nicht, aber ich werde sie auf jeden Fall mal hier am Dekolleté verwenden. Und ich habe auch wirklich keine Dekolleté-Maske bis jetzt auch benutzt, muss ich sagen. Ja, das was ganz Süßes kommt mir entgegen. Eine Handcreme mit einer Eule. Oh, ist die nicht süß, Leute? Mit Vanille und ich liebe Vanille und Kokos, also Volltreffer. Sie richtig süß. Der kommt auf jeden Fall irgendwann mal, wenn ich einen Schminktisch kaufe, kommt auf jeden Fall auf meinen Schminktisch rauf. Das ist richtig schön. Den werden wir jetzt gleich einmal da hinstellen, würde ich sagen, oder? Ja, ihr Lieben, dann hat sie mir Augenpads, das ist mir so viel reingegeben. Also das war wirklich nicht notwendig. Also
danke dir. Ich weiß, dass es von Herzen kommt und ich nehme das auch alles sehr dankend an, aber es ist wirklich zu viel. Dann hat sie mir von Yuji Wonderful Watermelon Limited Edition, also das haben wir zum Beispiel überhaupt nicht bei uns in Österreich und ihr wisst ja alle, ich liebe Pink. Also da freue ich mich wirklich sehr, weil Watermelon habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Scheinbar war das eine Limited Edition und da gibt es ja immer solche paar Extras bei Yuji und da muss man immer schnell sein. Ja, dann hat sie mir hier etwas eingepackt und zwar steht das, ich liebe Kokos. Ja, ich liebe auch Kokos und es ist von Isana und da freue ich mich auf jeden Fall. Und ich weiß auch gar nicht, Moment, ich will das jetzt auch gar nicht so kaputt machen. Ja, scheinbar ist das so ein Kokosspray mit, ja, leider kann man das nicht, ist ein bisschen fest zugeklebt, aber ich muss dann schauen, wie ich das am besten dann mache. Kann man das öffnen? Ja, das riecht jetzt schon sehr nach Kokos, nach Anna. Das, also, das ist ein richtiger, super toller Sommerspray. Ne? Danke dir, aber das hättest du echt nicht von dir geben müssen, wenn du Kokos liebst. Aber ich weiß es sehr zu schätzen und wow. Riecht richtig frisch nach Ananas, wenn ich jetzt eine frische Ananas bei mir hätte. Also erstens einmal danke. Ja, etwas ganz, ganz Schönes und von Minios eine Face Sheet Maske. Die werde ich für euch probieren und einmal auf Instagram posten. Ne? Da werde ich mal meinen Sohn mit dem mal, ich werde es mal meinen Sohn zeigen und sagen, Mama, wieso bist du ein Minions, wird er mich fragen. Ne? Aber richtig süß. Also da hast du wirklich süße Sachen ausgesucht und wow. Das ist wirklich viel zu viel, meine Liebe. Das ist viel zu viel. Ja, dann etwas, was ich schätze mal, dass es mein Sohn mir wegnehmen wird, weil er liebt diese Poppies und ich finde das auch interessant, wenn man in der U-Bahn ist und in der Straßenbahn, wenn man dann immer so drückt, ne? Richtig schön. Schauen wir mal, vielleicht kann ich es ja ein bisschen verstecken und vielleicht kann ich das bei mir am Schlüsselanhänger raufgehen. Schauen wir mal. Aber wenn er das sieht, dann ja. Aber schauen wir mal, er mag ja eh kein Pink. Ne? Dann hat sie mir von Isana eine Lippenvaseline eingepackt. Finde ich auch super. Gerade jetzt bei der kalten Jahreszeit. Super, du hast wirklich sehr viel Isana reingegeben. Da freue ich mich immer sehr. Ich mache auch immer sehr gerne mit den deutschen YouTuber immer sehr gerne ein Tauschpaket. Auch wegen Isana. Also ich finde Isana sehr, sehr super. Ich mag diese Desinfektionsspray sehr gerne. Also ich kenne den überhaupt nicht. Pflegende Hand Desinfektionsspray. Der ist pink. Super. Ja, der schaut auch irgendwie auch ganz anders aus als die anderen Tücher. Und da steht Sweet Berry. Aha, okay. Das heißt, der riecht gleich nicht so wie Alkohol. Das heißt, er riecht ein bisschen nach Sweet Berry. Probieren wir es mal. Das ist richtig gut. Wow. Kannst du mir verraten, von wo du ihn hast? Der riecht richtig nach süße Beeren. Ich habe den bis jetzt hier bei uns noch nie gesehen. Hier steht aber auch nicht dabei, dass es von Rossmann ist. Also wirklich wow. Super. Also wenn ich sowas sehen würde, würde ich mir auf jeden Fall ein paar in Backups kaufen. Der ist richtig gut. Nicht nach diesem chemischen Alkohol. So, dann haben wir uns unterhalten, wegen einer Palette von She Glam. Und zwar, sie hat bei She Glam bestellt und sie hat dann gemeint, dass die She Glam sehr, sehr riecht, sehr streng riecht und so. Und sie wollte unbedingt, dass ich das einmal auf YouTube zeige, dass ich das meinen Zuschauern mal zeige, weil sie weiß ja, dass ich auf YouTube hier auch sehr gerne Sachen spreche, die gerade so anstehen. Hier steht aber drauf, ich muss ehrlich sagen, als mich die Palette neulich erreicht hat, hat sie viel schlimmer gerochen. Inzwischen ist der eklige Geruch weg. Okay, wie gesagt, wir haben uns damals unterhalten, wo sie gesagt hat, würdest du dafür ein Video machen? Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Vielleicht kann ich ein paar Leute davon warnen. Und jetzt werde ich mich selbst darüber überzeugen. Kann schon sein, dass manche Paletten von der Fabrik aus sehr streng riechen. Very Strawberry Palette. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, wie die ausgeschaut hat. Ja, da ist irgendetwas dabei.
Ich merke da irgendetwas. Wie soll ich den Duft? Kennst du diesen Geduft, Geruch zwischen Leder, frischen Leder und. Ich weiß es nicht, aber eine sehr schöne Palette, würde ich sagen, mit diesem Pink und so. Schauen wir mal, wie die ist. Ui, sehr schlecht, ja. Schaut's einmal her. Überhaupt keine Farbeabgabe. Und ich wollte bei She Glam bestellen. Viele haben gesagt, She Glam ist gut. Ich habe da auch einige Videos gesehen, auch von der Steffi Schminky Eyes hat She Glam bestellt und noch ein paar andere YouTuberinnen, aber ich fand die Palette gut, aber die Palette ist sehr eingetrocknet. Ui, schade. Oje, ja, das ist dieses billige, ja. Ich will das jetzt Wort nicht im Mund nehmen, aber ich sag's euch ehrlich, Leute, ich habe mal bei Wish bestellt und She Glam und Wish ist fast das Ähnliche und ich habe alle Paletten weggeschmissen. An und für sich eine wunderschöne, zuckersüße Palette mit Erdbeeren. Aber wenn, das ist alles eingetrocknet. Guck da mal, da kannst du tun, was du willst. Alles eingetrocknet, ja. Mittlerweile riecht sie nicht mehr so stark wie das Gelbe. Ja, das Gelbe ist ein bisschen was. Aber alles andere ist wirklich eingetrocknet, ja. Ja, schade. Ja, das ist irgendwie jetzt ein Grund mehr, dass ich bei She Glam doch nicht bestelle. Ja, da hast du recht, die hat irgendwie so einen unangenehmen Geruch, aber ja, mittlerweile ist der Geruch wahrscheinlich schon weg. Interessant. Ja, ich habe mir damals geschworen, bei Wish nie wieder mehr Kosmetik zu bestellen, auch keine Spielsachen. Alles ist da kaputt gegangen. Auch wenn es wenig Geld ist, aber da ist wirklich alles kaputt gegangen. Dann haben wir hier von Isana ein Geschmackssache. Vielleicht magst du den Geruch. Okay. Haarparfüm. Traumhaftes Dufterlebnis. Okay. Schauen wir mal. Das riecht sehr stark nach Parfüm. Also es ist nicht so ein süßlicher Duft. Ich möchte ihm heute jetzt nicht drauf geben, eben deswegen, weil ich noch bis Dezember warten muss mit die Haare. Aber ich kann ihn mir gut vorstellen, dass ich ihn eventuell ab und zu verwende, vielleicht wenn ich mal fortgehe oder so. Ja, schauen wir mal, aber es ist nicht so ein unangenehmer Duft. So, dann haben wir hier etwas Knicklichtarmbänder. Aha, super, schaut interessant aus. Das werde ich dann mal meinen Sohn geben. Dann haben wir hier einmal ein Lollipop, was ich auch interessant finde. Das schaut aus so wie ein Windrad. Windmill Lollipop, super, das werde ich ihm heute auf jeden Fall mal mitbringen, wenn ich ihn abhole. Da freut er sich sehr. Und dann haben wir hier noch einige Masken. Eine Haarmaske mit Noise oder Mask und Shower Cap. Ah, das ist so wie eine Kappe. Ja, das ist mal interessant. Also ich kenne diesen Shop gar nicht. Interessant. Kenne ich gar nicht diesen Shop. Ist das sowas ähnliches wie Primark oder so? Ich meine, ich finde die Sachen immer zuckersüß und ich bin leider ein Verpackungsopfer, aber würde mich interessieren, woher hast du das und das? Also ich habe bis jetzt diese Marken bis jetzt noch nie gesehen und das da kenne ich auch überhaupt nicht, diese Marke. Also ja, also ich glaube nicht, dass ich das bei uns in Österreich gesehen habe. So, und jetzt kommen wir zu der Palette, die wir getauscht haben. Und zwar war das die Palette von Revolution Batman. Die wollte ich mir ja schon länger kaufen, allerdings gab es die bei uns in Biber überhaupt nicht. Die sollte eher ein Spaßprodukt sein. Leider ist der Sommer nun vorbei. Aha, gut, ich kenne mich jetzt aus. Der Zettel ist nämlich unabsichtlich gerutscht in den Fächer. So, alles gut, kenne ich mich aus, ja. Also die Palette hat es bei uns überhaupt nicht gegeben und deswegen freue ich mich richtig sehr, dass du mich daran gedacht hast und dass du mich da gefragt hast, ob wir die da tauschen. So, Moment. Genau, das ist so eine bunte Palette. Das ist genau wieder mal mein Farbschema, wo ich weiß, da habe ich ein bisschen ein paar Eyecatcher dabei. Und ja, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Palette. Also ich werde sie auf jeden Fall lange, lange aufheben bei mir in meiner Schminksammlung.
Solange sie nicht kaputt geht oder so, werde ich sie auf jeden Fall. Und ich werde auf jeden Fall deinen Namen dazu schreiben mit einem kleinen Post-it. Dann weiß ich, dass es von dir ist. Also ich danke dir von ganzem Herzen. Und vielleicht werde ich sogar auch ein Schminkvideo machen, aber im neuen Jahr, weil in diesem Jahr wird es ein bisschen bei mir sehr, sehr eng werden. So, den Brief, den werde ich euch nicht vorlesen, da habe ich euch schon gesagt. Ja, und da hat sie noch sehr viele Masken reingegeben, also eine Isana-Tuchmaske, da freue ich mich immer sehr. Dann etwas, was ich wieder mal nicht kenne, das ist Fade Sheet Maske mit... ja, das ist so eine Kokosmaske. Ihr wisst ja, Kokos geht immer. Ja, schauen wir mal. Also ich finde diesen Shop wirklich sehr interessant. Wirklich. Also muss man wirklich mal verraten, woher du diese Extras hast. Dann hat sie mir ein Creme Winterpflegedusche gegeben. Ich liebe diesen Geruch. Ich kenne den. Ich hatte den letztes Jahr auch, glaube ich, von Dracklemoon. Und der ist richtig gut. Super, da freue ich mich sehr, denn meiner ist fast halber leer. Und Leute, diese Verpackung schaut immer so süß aus von Dracklemoon und diese ganzen Richtungen, was die haben. Ich liebe Dracklemoon. Also damals, wo das rausgekommen ist, war das auf YouTube ein großer Hype und ich habe sehr viele Sachen von denen gekauft. Und dann habe ich etwas bekommen von ihr, was ich auch schon mir angeschaut habe. Das hat eine Spülung und eine Shampoo. Finde ich sehr praktisch, wenn man verreist oder ein paar Tage bei jemandem mal übernachtet. Das finde ich wieder super und das wird im Sommer auf jeden Fall im Einsatz kommen. So, dann habe ich hier von Isana eine Augenpads. Da freue ich mich immer sehr, sehr, sehr. Dann hat sie für meinen Sohn so einen kleinen Sketchman oder so reingetan, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht kann man den auch verbiegen, muss ich mal schauen. Dann haben wir von Balea eine Milch- und Honigmaske. Honig und Milch geht immer. Ja, dann haben wir wieder hier etwas ganz, ganz Süßes mit Lollipops. Reinigte Tuchmaske. Hop for Lollipop. Ja, das finde ich süß. Also das ist wieder mal so, was ich auf jeden Fall gekauft hätte, weil ich ein Verpackungsopfer bin. Und ich gebe es auch ehrlich zu. Dann haben wir von Peach Nougat. Das habe ich auch daheim, aber ist nicht schlimm. Vielleicht werde ich dann meine mal verlosen und dann ja, habe ich eine im Backup von dir. Ja, dann hat sie mir, wie gesagt, für meinen Sohn ein paar kleine Autos rein. Also drei kleine Autos habe ich von ihr bekommen für meinen Sohn. Also sie hat richtig viel reingegeben. Und dann habe ich bekommen von Altera ein Eis-Eis-Baby Lipsorben mit Biominze. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Schaut es euch mal her. Das schaut richtig süß aus. Auch das wird auf meinen Schminktisch kommen, weil so besondere Sachen gebe ich sehr, sehr gerne auf den Schminktisch, den ich momentan noch nicht habe, aber eventuell auf eine Vitrine oder was. Also das ist immer etwas ganz, ganz Zuckersüßes. Ja, dann habe ich bekommen ein Herz. Badeherz für dich. Das hat sie beim Lidl bekommen. Auch das habe ich nicht gesehen, dass der Lidl hat. Also scheinbar wird der Lidl bei euch einiges an... Kosmetik auch haben und Pflege. Das ist ein Badeherz mit Fingern aus der Folie nehmen. Oh ja, gut, das kennt man, das wissen wir ja, wie man das anwendet. Und dann hat sie mir noch zwei Lippenprodukte reingegeben. Einmal diesen Electric Glow von Essence, was ich sehr super finde, denn ich habe leider nicht mehr den gefunden. Und der ist noch original zu, dann lassen wir ihm noch zu, finde ich die Verpackung schon einmal mega. Und von BB ein Lippenpflege, Zauberstift, Lippenpflege, was auch jetzt in der kalten Jahreszeit auch immer geht. Und ihr Lieb, sie hat auch an meinen Sohn gedacht, und zwar hat sie ihn da mitgenommen von Super Mario, hat sie mitgenommen, so vier solche... Moment, wie spricht man das jetzt am besten aus? Vier Tavelglied, Super Mario, okay. Also das sind diese halb, dass das Essen halt nicht schmutzig wird, ne? Vier hat sie von denen mitgegeben und sie hat auch einen... So, ich habe schnell die Speicherkarte noch wechseln müssen. Ja, und da war noch ein Buch drinnen von Paw Patrol mit einer CD zum Vorlesen. Ja, also richtig viel. Warum hast du denn so viel reingegeben? Also du bist wirklich ein Wahnsinn.
Ja, also meine Liebe, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist wirklich alles schön, alles durchdacht. Das Einzige weiß ich nicht mit der Palette. Da werde ich mir überlegen, ob ich sie behalten werde. Aber jemanden anderen geben, weiß ich auch nicht. Ja, das werde ich mir noch überlegen. Ja, und bei Skiglen werde ich wahrscheinlich nicht bestellen. Danke, dass du mich jetzt ein bisschen davor auch gewarnt hast, wenn man das wieder mal so rumsieht. Und die Eule habe ich mich mega gefreut. Dann eigentlich alles. Dann dieses Eissorbet ist auch ganz süß. Ihr wisst ja, ich stehe auf solche Sachen. Dann auch die Douglas-Maske, die Detox-Maske. Und was ich mich auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr freue, dass ich so einen wunderschönen Handdesinfizierer bekommen habe mit einem richtig guten Duft, der nicht mal so nach Alkohol riecht. Also da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Eigentlich habe ich mich über alles gefreut, aber ich wollte noch mal alles noch mal Revue jetzt mit euch besprechen. Auch auf jeden Fall auf diese zwei. Da werde ich auf jeden Fall in meinem nächsten Schminkvideo verwenden. Und die ganzen Masken und auch für meinen Sohn und. Ja, meine Liebe, du hast wirklich alles getroffen. Also ich hätte das wahrscheinlich auch alles gekauft, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Und ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Danke, meine Liebe. Bleib so, wie du bist. Du bist ein guter Mensch und ich mag es, mit dir zu schreiben und über Beauty und alles drüber, dass wir miteinander uns austauschen können und dass du immer so lustige Stories auspostest. Also ich danke dir von ganzem Herzen und ja, schauen wir mal. Vielleicht werde ich dann nächstes Jahr dann im Januar, Februar dir ein kleines Päckchen noch einmal zukommen lassen. Muss man mal schauen, wie das alles jetzt sein wird bei mir mit dem Umzug und so. Aber wenn ich ein bisschen dann wieder Luft habe, dann werde ich mich auf jeden Fall auch revanchieren. Meine Liebe, danke und an alle Zuschauer da draußen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, was sagt ihr zum Paket? Ein Mega-Paket mit super tollen Neuigkeiten für mich, die ich jetzt wieder mal austesten kann. Und ja, ich verabschiede mich jetzt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video wieder einschaltet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, eure Lola. Tschüss.